Es ist Dienstag morgen. Es ist kurz nach 7 Uhr und ach ja. Ich vlogge, mein Hase. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Montag. Montage sind immer so ätzend. Naja, egal. Bis 16 Uhr kriege ich den Tag heute irgendwie noch rum. Und ja, ansonsten, was habe ich denn so getrieben die letzte Woche? Ich wollte letzte Woche eigentlich schon vloggen. Ich habe Montag auch angefangen, Dienstag weitergemacht und danach habe ich es irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, ich habe vergessen zu vloggen und irgendwie bin ich schon wieder unscharf. Kamera. Ah. Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie vergessen, letzte Woche weiter zu vloggen. Deswegen habe ich dann einfach gedacht, gut, lass es jetzt, du fängst nächste Woche einfach nochmal an. Deswegen Montagmorgen, ich vlogge. Ich versuche die Woche auch durchzuziehen und ja, dass ich mal wieder einen Vlog online stellen kann. Ich mag die ja so gerne, Vlogs. Ja, ansonsten, was ist in der ersten Woche bei mir passiert? Nicht wirklich viel. Ich habe ein paar Bücher bekommen. Ich habe den zweiten Teil von Angel Fall bekommen, den zweiten Teil von Schnee wie Asche, also Eis wie Feuer. Und den siebten Teil von Dare to Love, den lese ich auch aktuell. Ich habe letzte Woche Everflame 2 endlich beendet. Eine Subleiche weniger, dieses Buch lag ein Jahr lang hier bei mir drüben im Regal und ich habe es nicht gelesen. Ich habe es letzte Woche beendet, war wie der erste Teil kein grandioses, überragendes Buch, war aber ganz okay. Ich werde den dritten Teil auf jeden Fall lesen, denn ich möchte jetzt wissen, wie es ausgeht. Denn das Ende vom zweiten hatte schon so eine Wendung, wo ich so dachte so, what? Das ist ja jetzt ganz anders als gedacht und ich bin schon wieder unscharf. Ansonsten habe ich letzte Woche nicht viel gemacht. Ich habe gestern mal die Akkreditierung für die Leipziger Buchmesse gemacht. Mal gucken, ob das funktioniert und ob das durchgeht. Ansonsten habe ich gestern Videos gedreht, 3 Stunden lang. Ich habe meinen Jahresrückblick gedreht und meine Auslosung vom Gewinnspiel. Das wird aber alles schon online sein zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Vlog seht. Ich habe auch gedreht meine Bücher 2016, also meine beendeten Reihen und meine Jahreshighlights. Und oh mein Gott, dieses Video ist ungeschnitten 1 Stunde und 10 Minuten lang. Ich weiß nicht, auf wie viel ich es kürzen kann. Ich habe ziemlich viel erzählt und ziemlich viel Mist auch erzählt. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich es einkürzen kann. Und oh, diese Kamera macht mich gerade wahnsinnig. Ja, ansonsten ist bei mir letzte Woche auch nicht viel gewesen. Ich arbeite heute zu Hause, die restliche Woche bin ich im Büro. Am Mittwoch gehe ich endlich zum Friseur. Da wird dieser Wuchs hier endlich geschnitten. Boah, ich komme mit meinen Haaren im Moment nicht mehr klar. Pony geht nicht mehr und auch alles andere. Ich brauche Farbe auf dem Kopf und ja. Am Mittwoch ist der Spuk vorbei, aber das seht ihr ja dann. Ja, ansonsten kann ich erstmal nicht viel erzählen. Ich höre jetzt auf zu labern, das wird sonst wieder viel zu lang und viel zu viel. Ich würde sagen, bis später. Ich habe jetzt Feierabend und ich habe mein Video schon fertig geschnitten, was meine Bücher 2016 sind, also sprich meine angefangenen Buchreihen und die ich beendet habe und meine Jahreshighlights. Habe ich ja alles in ein Video gepackt. Dieses Video geht 1 Stunde. Oh mein Gott. Ich bezweifle, dass sich irgendjemand dieses Video anschaut, aber ich konnte es nicht kürzer machen, deswegen muss ich jetzt damit leben, dass dieses Video vielleicht keiner guckt, weil es 1 Stunde geht. Und ja, es exportiert jetzt auf jeden Fall. Der Export dauert jetzt noch 2,5 Stunden. Und ich sehe gerade, meine Freundin packt gerade draußen vor der Tür ein. Und wir wollen jetzt mit den Hunden eine Runde Gassi gehen. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit und fange euch noch ein paar Bilder ein. Und ja, ich muss mich jetzt anziehen und muss los zum Gassi gehen. Und ich habe jetzt gerade Dare to Love 7 weitergelesen. Ich bin jetzt schon auf Seite 175 von Dumbidoo. Wie viele Seiten hat dieses Buch?
272. Also ich habe jetzt hier noch 100 Seiten. Die versuche ich heute noch fertig zu lesen. Und wenn ich Dare to Love fertig gelesen habe, werde ich mich Angel Fall 2 widmen. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Und ja, mein einstündiges Video ist fertig exportiert. Der Export ist nicht abgebrochen mit dem Schnittprogramm. Yay! Ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit essen. Dann werde ich weiterlesen. Das Video lädt gerade hoch. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken nebenbei. Und dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Gott, Leute, ich sag's euch, es ist eine Eiseskälte draußen. Oh, fuck, man könnte meinen, es ist Winter. Ha, ha, ha. Ja, so, jetzt werde ich dem Baby sein Essen erstmal machen. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass wir neues Futter haben für meinen Hund? Der hat ja so eine Probleme mit der Bauchspeicheldrüse und das Futter, was er jetzt immer gekriegt hat, dieses hier, dieses eklige, das hilft ja nicht wirklich. Und wir waren ja letzte Woche dann nochmal beim Tierarzt. So im alten Jahr nochmal so geldlos werden. Und da hat mein Hund ja nochmal so einen Krampfschub bekommen. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen kann. Also er hat ja regelmäßig Magenkrämpfe und sowas gehabt. Und da hat er wieder das Übliche gekriegt mit Medikamente und Spritzen und hast du nicht gesehen. Und da hat die Tierärztin uns gesagt, sie haben zufällig entdeckt, dass das Futter hier helfen könnte. Und zwar ist das das D-Futter von Hills. Das ist eigentlich für empfindliche Haut, aber es soll auch bei Magenerkrankungen gut helfen. Also in der Broschüre von der Firma steht drin, dass es halt auch bei Magenerkrankungen helfen kann. Deswegen stellen wir gerade das Futter um von diesem ekligen auf das neue. Und ich bin da guter Dinge bisher. Also sieht schon alles etwas besser aus. Oh Gott, ich sehe ganz, ganz schrecklich gerade aus hier in dem Licht. Boah, ist das furchtbar. Ja. Also wir hoffen jetzt auf jeden Fall mal das Beste, dass die Futterumstellung was geholfen hat. Und ich mache jetzt erstmal wieder was zu essen für ihn. Denn der Kleine hat Hunger, wie man sieht. Bibidi, hi. Guten Morgen. Wir schlafen noch. Gute. Ich möchte der Kleine was zu essen gern. Ja. Armes Baby. Wir sind noch ganz verschlafen. Wir. Warum sitzt du eigentlich schon wieder hier im Büro? Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr. Wir sind jetzt gerade aufgestanden. Hund ist auch schon wach. Wo ist er? Da. Und ja, ich muss gleich auf Arbeit, ich habe heute Frühdienst und ich habe gestern noch Dare to Love 7 beendet. War wieder eine süße Geschichte, aber mir hat das Tempo der Geschichte nicht gefallen. Das ging mir alles zu schnell, das ging so Schlag auf Schlag, so bam, 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 bam. Und dann, dann habe ich gestern auch nichts Neues mehr angefangen, ich hatte einfach keine Lust mehr, da noch irgendwas zu lesen. Ich habe gestern Abend dann einfach nur noch ein bisschen Fernsehen geschaut. Heute will ich dann heute Abend Angel Fall 2 anfangen. Ich freue mich schon so auf dieses Buch. Und ja, mal gucken, wie das so ist. Und ich mache heute nach Feierabend noch einen Abstecher ins Krankenhaus. Eine Kollegin von mir, die ist gestürzt und hat sich den Fuß gebrochen. Und da wollen wir sie heute nochmal besuchen gehen. Und ja, da werde ich heute Nachmittag nochmal hingehen nach Feierabend. Und ansonsten gehen wir jetzt erstmal auf Arbeit. Bis dann. Hallo ihr Lieben, ich komme jetzt gerade von Arbeit. Wir waren noch bei meiner Kollegin im Krankenhaus, einen Krankenbesuch abstatten, ein paar Bücher hinbringen zum Lesen. Die hat sich nämlich ein Fußsprunggelenk zweimal gebrochen. Und ja, jetzt laufe ich gerade nach Hause. Mein Plan für heute ist jetzt noch nach Hause, ein bisschen Zeit mit meinem Freund verbringen, der muss dann die Nachtschicht. Und danach möchte ich mit Angel Fall 2 endlich anfangen. Ich freue mich ja schon so mega doll auf dieses Buch und bin schon sehr gespannt. Und ja, jetzt laufe ich erstmal heim. Vielleicht melde ich mich später nochmal, wenn nicht, sehen wir uns morgen. Hallo ihr Lieben. So, es ist inzwischen irgendwas bei um 10, glaube ich. Ich war mit dem Hund draußen, ich habe den Hund gefuttert. Gefuttert? Ich habe den Hund nicht gegessen, ich habe ihn gefüttert. Ich habe mir gerade gedacht, ich packe mal noch das Paket zusammen für meine Gewinnerin. Das Buch habe ich hier.
Ich habe es extra nochmal einpacken lassen im Bugendubel. Ich dachte mir, wenn ich schon ein Wunschbuch verschenke, kann ich es auch einpacken lassen. So, dann tue ich noch ein bisschen Kleinkram mit rein und die Überraschung. Die kommt natürlich auch noch mit rein. Dann habe ich, wie gesagt, hier noch so ein bisschen Buchtee und ein paar Leseproben mit reingetan. Ich finde jetzt irgendwie nur das Buch und das zu verschicken irgendwie doof. Ich packe immer noch Tee und Leseproben mit rein bei meinen Gewinnern. Ich finde das irgendwie schön. Und dann kann es auf die Reise gehen. Ich hoffe, dass ich es morgen schaffe, noch wegzubringen. Dann kann ich das nämlich von meiner To-Do-Liste auf jeden Fall mit abhaken. Und dann ist das Päckchen für meine Gewinnerin auf jeden Fall auf der Reise. Und dann habe ich ja noch das Buch von Steffi, was ich ihr noch mit zuschicken müsste. Da habe ich jetzt aber keinen Briefumschlag gerade. Da muss ich im Keller nochmal gucken, ob ich noch die kleinen Kartons irgendwo habe. Dann könnte ich das rein theoretisch für Steffi auch gleich mit fertig machen und morgen noch mitnehmen. Ja, mal schauen, mal schauen. Also das von Steffi ist eine private Sendung, also ja, nicht wundern. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe das erste Kapitel von Angel Fall vorhin gelesen, hatte jetzt aber noch nicht wirklich Zeit zum Lesen, weil mit dem Hund im Spielen und Essen und Badewanne und ja, ist der Abend immer sehr schnell rum. Und wie gesagt, ich habe jetzt das Paket fertig gepackt. Ich mache das jetzt noch richtig zu, dass da nichts rauskommt und nichts reingeht und überhaupt. Und dann werde ich noch ein, zwei Kapitel Angel Fall lesen und dann gehe ich in mein Bett. Ich muss ja morgen 7:30 wieder im Büro sein, also von daher passiert hier heute nicht mehr viel. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und wir sehen uns. Hallo ihr Lieben, da geht man einmal zum Friseur und man kommt raus und es regnet wie Sau und so sieht das Ergebnis aus. Ich könnte kotzen, ey. Nur gut, dass ich mir extra noch eine Mütze mitgenommen hatte, weil ich dachte, naja, es wird bestimmt kalt werden heute und wenn du so frisch vom Friseur kommst, ist das nicht so cool, aber der Regen hat meine Frisur komplett zerstört. Das neue Pony liegt auch noch nicht so richtig. Ich habe es mir jetzt gerade schneiden lassen und das muss ich jetzt erstmal so eingewöhnen. Es ist ein bisschen fransig geschnitten, aber das dauert immer so 2-3 Tage bei mir, als sich das Pony dann gelegt hat und so liegt, wie ich es auch gern hätte. Ja, so sieht es gerade im Moment erstmal aus. Ich stehe noch auf dem Ständer. Aber ich habe wieder Farbe auf dem Kopf. Ich bin nicht mehr ganz so dunkel. Und ja, ich habe eigentlich die Kamera auch mitgehabt, wollte unterwegs noch ein bisschen filmen und dann fing das an, auf dem Hinweg schon so ein bisschen zu schneien. Und jetzt, wo ich raus bin beim Friseur, hat es komplett geschüttet. Ich konnte euch dort auch nicht filmen, weil der Hund heute nur Theater gemacht hat. Den hatte ich ja mit. Und ja, alles nicht so einfach, aber so sehe ich jetzt aus. Und meine Brille ist noch nass. Die muss ich jetzt erstmal putzen hier. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Keine Ahnung. Ja, die putze ich jetzt erstmal eine Runde und mache die nassen Flecken weg. Und ja, werde jetzt noch ein bisschen mit Annika skypen. Dann muss ich heute noch Niki ihre Fuchsgeschichte. Da bin ich ja Beta-Leserin. Da muss ich heute noch weiter Beta lesen. Da bin ich noch nicht fertig. Da habe ich mir heute noch vorgenommen, mindestens 4 oder 5 Kapitel zu lesen, dass ich so ziemlich weit vorankomme, dass ich morgen oder übermorgen dann den Rest fertig machen kann. Dass ich das einfach auf meiner To-Do-Liste abhaken kann. Und ja, ansonsten wird bei mir heute nicht mehr viel passieren. Ich weiß nicht, ob ich dann heute noch Lust habe und Zeit habe, Angel Fall weiterzulesen. Ich würde es natürlich gerne, denn ich habe gestern ja die ersten 50 Seiten gelesen und es war wieder so schön. Aber ja, mal schauen. Jetzt skype ich aber erstmal eine Runde mit Freundin Annika und dann, ja, mal schauen, was der Abend noch so bringt. Und wie gesagt, frisch vom Friseur und Haare zerstört wegen dem Scheißregen, ey. Es ist immer so, sobald die nass werden, kommt so meine Naturwelle durch. Naja, und sie hatte sie so schön geföhnt. So what, kann man nicht ändern. Ja. Guten Morgen. Ich muss mich echt noch an das Pony gewöhnen. Das stand heute früh in eine Richtung ab. Das heißt heute früh. Es ist wohl 10 Minuten her. Da stand es in alle Richtungen noch ab. Also ich muss mich da wirklich aus 3 gewöhnen. Bei Pony muss ich da auch aus 3 gewöhnen. Ich bin gerade aufgestanden. Ich lüfte gerade. Und irgendwie geht es mir nicht gut. Meine Wangen sind total heiß. Ich weiß nicht, ob mein Kopf warm ist. Mir ist ein bisschen übel. Ich habe gestern Abend kein Buch oder sowas mehr gelesen. Ich habe mich halt dran gesetzt ans Beta-Lesen für Niki. Und habe Kapitel 12 habe ich Beta gelesen. Also Band 1, nee, also Band
4, nee, warte mal, wie denn jetzt? 4 und 5. Also Band 4 und 5 der Fuchsreihe habe ich gestern quasi gelesen. Und dann habe ich noch den 6. Teil. Den habe ich mir jetzt für heute aufgehoben. Das will ich heute Abend dann fertig machen. Wir haben zwar noch bis nächste Woche Donnerstag Zeit, aber was weg ist, ist weg. Und ja, also das werde ich heute Abend noch machen. Und dann hat sie mir gestern schon Noelle und Noelle 3 geschickt, nochmal zum Lesen. Das werde ich dann am Wochenende irgendwie versuchen mit wegzukriegen, dass ich es auch weg habe. Und ja, dann schauen wir mal, was ich sonst noch so mache. So, ich habe jetzt Feierabend, jetzt fahre ich nach Hause, dann gehe ich zu meiner Oma und danach treffe ich mich heute mit meiner Freundin. Wir wollten es ja gestern eigentlich schon treffen, aber dann hat das ja so geregnet, deswegen ist das nichts geworden, deswegen treffen wir uns heute. Und dieses Pony nervt mich gerade. Es war eine scheiß Idee, das gerade schneiden zu lassen. Ich bin gerade tierisch genervt. Ich mache es beim nächsten Mal wieder schräg. Ich sag's euch, hier steht alles ab. Ich weiß, dass es ein paar Tage braucht, ehe sich's eingegroovt hat, das Pony und die Haare, aber bin heute sehr genervt davon. Ja, naja. So, ich fahr jetzt erstmal heim. Bis dann. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gestern Abend noch mal Haare gewaschen und das Pony geht im Moment halbwegs. Mal gucken, wie es aussieht, wenn ich auf Arbeit ankomme durch den Wind und alles. Also, das muss ich einfach erstmal richtig legen, die Tage mit dem Pony. Ich habe gestern Abend die 3 Teile von der Fuchsreihe tatsächlich Beta gelesen von Niki, also 4, 5 und 6. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich merke mir das irgendwie einfach nicht. Und dann habe ich mit Noelle und Noelle 3 angefangen. Da bin ich ja auch Testleser. Das werde ich jetzt die Tage fertig testlesen. Also das habe ich mir jetzt vorgenommen. Das habe ich gestern Abend schon die ersten 2 Kapitel angefangen. Da möchte ich gucken, dass ich heute und das spätestens morgen fertig bekomme. Und danach mache ich mit Angelfall endlich weiter. Nur ich möchte gerne Niki ihre Bücher erstmal primär lesen und fertig haben, damit die einfach nochmal fertig machen kann. Und ja, ansonsten habe ich gestern Abend auch nichts mehr gemacht. Meine Freundin war ja dann da, wir waren Gassi und es hat hier geregnet wie Sau. Ich werde jetzt auch die Kamera nicht mitnehmen können, dass ich euch von unterwegs nochmal was filme, weil es schüttet einfach draußen. Bisher haben wir diesen Blizzard, der ja kommen soll, nicht abbekommen, aber es regnet halt. Deswegen lasse ich die Kamera zu Hause, es bringt ja nichts, sie mitzunehmen. Und ich werde mich heute Nachmittag dann nochmal bei euch melden. Also, guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Samstag, der 14. Der 14. Januar. Ich arbeite heute mal von zu Hause noch zusätzlich. Wir machen Überstunden. Und ja, deswegen arbeite ich heute nochmal von zu Hause aus. Ich wollte mich gestern eigentlich nochmal melden, aber das habe ich dann irgendwie verrafft. Ich war nach Feierabend gestern dann nochmal im Krankenhaus bei meiner Arbeitskollegin und habe die nochmal besucht. Dann habe ich gestern Abend angefangen, Noelle und Noelle Teil 3 zu lesen. Da bin ich ja Testleser noch für die Niki und das muss ich jetzt noch fertig kriegen, damit sie da eventuell nochmal meine Anmerkungen durchgucken kann. Und ja, deswegen schiebe ich gerade Angel Fall und alles andere auf, weil Nikis Bücher da Vorrang haben. Mit der Fuchsgeschichte bin ich ja jetzt fertig. Ich wollte gestern eigentlich bis zur Hälfte lesen, habe dann aber aufgrund dessen, dass meine Pizza, wir haben gestern Abend noch Pizza bestellt, eine Stunde gebraucht hat, um hierher zu kommen. Eine Stunde. Und ich hatte so einen Hunger. Ich konnte nicht mehr denken, ich konnte nicht mehr lesen, es ging gar nichts mehr. Ich hatte so einen Knast und deswegen habe ich dann gedacht, nee, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, das funktioniert alles nicht mehr. Lass es für heute. Also bin ich noch bis Seite 30 gekommen. Und ja, danach werde ich mich endlich wieder Angel Fall 2 widmen. Ich habe dieses Buch ja angefangen zu lesen und habe die ersten 50 Seiten gelesen. Und dann fiel mir ein, verdammt, Niki, scheiße. Und ehe ich das Ganze wieder vergesse, habe ich jetzt gedacht, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe zwar im Prinzip für Noelle und Noelle noch 2,5 Wochen Zeit, das fertig zu kriegen. Aber wenn ich es jetzt nicht mache, ich vergesse es wieder. Ja, so viel dazu. Also so mein gestriger Tag. Wie gesagt, heute werde ich arbeiten. Und heute möchte mein Freund gerne, wenn er es nicht wieder über den Haufen schmeißt, endlich meine schwebenden Bücherregale noch an die Wand bohren. Das ist das Einzige, was vom Umzug noch nicht wieder an Ort und Stelle ist. Jetzt muss ich erstmal arbeiten und hoffe, dass der Tag relativ schnell rumgeht. Es ist jetzt 7:45 und
Bis 16 Uhr muss ich und naja, tschakka, das wird schon. Jo, Planänderung Nummer 1 für heute. Meine Bücherregale können nicht an die Wand. Mein Freund hat keine Schrauben mehr. Er hat nur noch so kurze Schrauben und bei unseren maroden Wänden hier, die wir haben, werden die nicht halten. Das heißt, wir müssen uns Schrauben bestellen und ja, dann können die Dinge erst an die Wand gebohrt werden und dann... Oh Mann, ich hatte mich so gefreut, dass sie heute endlich an die Wand kommen, weil das seit April hier rumliegt. Oh, ist voll doof. Problem ist, dass mein Freund die nächsten Wochenenden arbeiten muss und dann nicht wirklich Zeit dafür hat, das an die Wand zu machen. Er jetzt aber auch keine Lust hat, heute nochmal in den Baumarkt zu fahren, wegen den Scheißdübeln und das Auto aus der Garage zu holen. Und... Voll blöd. Aber na gut, was will man machen? Kann man nicht ändern. Also, Aktion Nummer 1 für heute, schon mal abgesagt. Meine Bücherregale kommen nicht an die Wand. Toll. So, ich arbeite jetzt mal weiter. Ich wollte euch das nur mitteilen. Ich bin gerade sehr gefrustet. So, adios. Da bin ich mal wieder. So, Haare sitzen immer noch doof. Pony ist immer noch nicht so richtig eingegroovt, habe ich das Gefühl. Ich bin fertig mit Arbeiten. Ich habe inzwischen auch schon Noelle und Noelle 3 gerade fertig gemacht. Habe es gerade Niki geschickt. Das heißt, ich bin fertig mit Testlesen. Woohoo! Jetzt sitze ich hier und schneide noch gerade an meinem... Video rum für die Reihen, die ich angefangen habe. Also die angefangenen Buchreihen, die ich habe, ja. Das macht einfach mehr Sinn, wenn ich das so sage. Das muss ich noch schneiden, das Video. Das soll nächste Woche ja auch noch mit online gehen. Glaube ich. Übernächste Woche. Ich weiß gar nicht, es geht nächste Woche eigentlich online. Ich habe noch gar keinen Plan, was nächste Woche eigentlich online geht. Scheiße. Ja. Stelle fest, muss nächste Woche unbedingt drehen. So, ansonsten mache ich mich jetzt mal hier ran. Heute passiert ja auch nicht mehr viel. Ja, falls ich mich heute nicht nochmal melde, wir sehen uns morgen. Morgen treffe ich mich ja mit Jenny aus zum Gassi gehen und dann gehen wir ins Kino. Wir gucken morgen Passengers. Woohoo! Da nehme ich euch auf jeden Fall mit, wenn es nicht wie die letzten Tage immer wieder regnet. Wir waren ja vorhin auch mit dem Hund draußen. Aber da konnte ich die Kamera auch nicht mitnehmen, weil es geregnet hat. Wieso? Und dann dachte ich so, ah. Das heißt, ihr kriegt im Moment immer nur mich in Laberposition hier in der Wohnung. Kann ich nun mal leider nicht ändern. Aber so ist das. So, Prost und bis später. Gassi. Ach. Und irgendwie ist hier heute total viel Betrieb auf unserer Gassi-Strecke. Von hinten kommt irgendwie so eine riesige, keine Ahnung, Rentner-Touri-Gruppe und von vorne kommen auch gerade so einige Leute mit großen Hunden. Schöne Scheiße. Ja. Irgendwie ist heute total viel Betrieb auf unserer Strecke, aber naja, was soll's. Wir laufen jetzt trotzdem mal weiter und wir gehen dann ja noch ins Kino und gucken uns Passengers an. Wir freuen uns schon total. Und ja. Mehr gibt es jetzt eigentlich auch gerade gar nicht zu sagen. Wir laufen mal weiter. Bis dann. Hallo. So. Boah, die Sonne ist... Ey, das ist halt ein Wetter. Schneesturm, Sonne, Schneesturm. Oh, nee. So, ich habe mich jetzt gerade schon fertig gemacht fürs Kino. Mich umgezogen, mir die Haare ein bisschen gemacht und ja, mich geschminkt. Ich werde euch dann berichten, wie ich den Film fand und wie er mir gefallen hat. Wir gucken ja Passengers mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mag, ich bin gespannt. So many girls in here, where do I begin? Wie stark wir sind, passt auf. Porn! Ja, wir haben einen Gummipöller entdeckt. So, jetzt gehen wir ins Kino. Lass uns gehen, Jenny, wo bist du denn? Ich habe dich schon wieder nicht auf der Kamera. Jetzt.
Montag, aber ich habe gestern dann nicht mehr gefilmt und ich wollte den Vlog gerne noch abschließen. Wir waren ja gestern in Passengers. Ich muss sagen, der Film war mega cool. Ich fand ihn richtig toll. Er hat mir super gut gefallen. Ich mochte die Schauspieler. Ich fand gerade Chris Pratt hat das am Anfang ganz, ganz toll gemacht. Und auch Jennifer Lawrence. Ich bin ein riesiger Jennifer Lawrence-Fan. Und ja, auch sie hat das ganz, ganz toll gemacht. Und ich mochte den Film. Ich mochte die Schauspieler. Ich mochte die Story. Ich mochte die Bilder vom Weltall, die die so gezeigt haben. War auch richtig cool. Und ja, I like. Ich werde mir den Film auf jeden Fall kaufen, wenn es ihn dann auf DVD gibt. Und ja, ansonsten... Habt ihr gesehen, was ich gestern so getrieben habe? Ich habe dann gestern Abend noch Angel Fall weitergelesen, nachdem ich dann bei der Fuchsreihe nochmal ein paar Kommentare bearbeitet habe. Und ja, bin da jetzt so knapp vor der Hälfte auf Seite 204 bei Angel Fall und dieses Buch ist wieder so gut. Oh mein Gott, ich mag dieses Buch total. Also es ist jetzt der zweite Teil, Tage der Dunkelheit heißt der und auch der gefällt mir wieder richtig gut. I like it und ich hoffe, dass der Verlag den dritten Teil auch noch mit übersetzen tut. Das wäre nämlich schade, wenn nicht. Ja, schauen wir mal. Ansonsten kann ich euch nicht viel berichten. Ich bin gerade heute wieder zu Hause am Arbeiten. Ich habe jetzt gleich Mittagspause. Und will jetzt noch drehen in der Pause und ja, damit ihr auch ein Video wieder bekommt. Und mein Pony ist schon wieder scheiße heute. Also ich glaube, ich lasse es wieder wachsen und mache es mir wieder Shrek. Mir gefällt das nicht so mit diesem geraden Pony irgendwie. Bin, glaube ich, doch nicht so der gerade Pony-Mensch. Ich brauche, glaube ich, das doch lieber Shrek. Naja, so. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken bei euch und wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.